Dieses Video hier ist dein Zeichen. Egal wie groß und wie weit weg dein Traum erscheint. Egal wie groß dein Ziel ist, was du dir im Leben gesteckt hast. Egal wie groß und wie weit weg sie sind. Jeder kann seine Ziele und Träume erreichen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Denn ich habe das erreicht, von dem ich immer geträumt habe. Oh Gott, jetzt ist es soweit. Ich bin aufgeregt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich stell's jetzt nicht. Danke. Ich liebe euch alle. Ich krieg gerade kein Bild hin. Danke. Einfach 100.000 Abonnenten. Ich liebe euch wirklich. Ja, Leute, wir haben einfach 100.000 Abonnenten geknackt. Und ich kann euch allen nur Danke für diesen Support sagen. Und ich kann euch versprechen, dass es genauso weitergehen wird und wir in Zukunft noch mehr erreichen werden zusammen. Aber bevor ich euch einen kleinen Rückblick geben möchte und bevor ihr meine Eltern und meine Freunde reden hört, möchte ich euch in diesem Special kurz mal meine Geschichte erzählen. Denn als ich vor 4 Jahren mit YouTube angefangen habe, hatte ich wirklich nur diesen einen Traum, den wir jetzt erreicht haben. Ich wollte unbedingt mal YouTuber werden und unbedingt diesen Play-Button in der Hand halten. Viele wissen gar nicht, dass ich angefangen habe mit Vlogs, also dass ich mein Leben einfach gezeigt habe. Und ich kann euch sagen, zu der Zeit, als ich das gemacht habe, war es wirklich das, was mich im Leben bereichert hat. Ich habe euch sehr viel aus meinem Leben zu diesem Zeitpunkt gezeigt und dadurch konnte ich wahrscheinlich auch relativ schnell 100 Abonnenten knacken. Ich meine, ich habe sogar meine Klassenfahrt gezeigt. Es gab aber auch viele negative Seiten von dem Ganzen. Zum einen haben mich viele dafür ausgelacht, vor allem in der Schule. Und auch so allgemein hat man auf YouTube einfach ein bisschen Hate bekommen. Ihr müsst wissen, ich hatte vor diesem Kanal schon etliche andere Kanäle, wofür ich so viel Geld geben würde, dass ich diese wiederbekommen würde und nochmal die alten Videos sehen könnte. Bei diesem Kanal war es aber anders und ich habe einfach durchgezogen. Und mir war es auch egal, was die Leute in der Schule gesagt haben, denn ich habe fest an mich geglaubt und ich wusste, irgendwann werde ich mal 10.000 Abonnenten haben und dann habe ich es denen allen gezeigt. Auf jeden Fall habe ich dann immer weiter Vlogs gemacht, immer weiter mein Leben gezeigt und versucht, mich stetig zu steigern. Dennoch habe ich nie konstant YouTube durchgezogen und immer mal ab und zu ein Video hochgeladen und deswegen ist nie was Größeres draus geworden. Ich habe einfach so viel reingesteckt in das Ganze, aber es hat sich nie ausgezahlt. Bis ich irgendwann den Schritt gefasst habe. Und da danke ich wirklich nochmal Corona, Digga, dass ich mit TikTok angefangen habe und später durch TikTok, weil ich da etwas entwickelt habe, auch auf YouTube durchgezogen habe. Denn ich war in der Corona-Zeit viel auf dieser Plattform OmeTV, die ihr sicherlich alle kennt. Und irgendwann ist mir dann einfach die Idee gekommen, nachdem ich 5 Monate nichts mehr auf YouTube hochgeladen habe, lade ich doch mal OmeTV-Videos hoch. Diesen Zeitpunkt hat es dann auch angefangen, dass ich durchgezogen habe. Und genau dieses Durchziehen hat sich bewährt. Durch TikTok konnte ich ganz viele Leute noch auf meinen YouTube-Kanal holen und somit stehen wir jetzt hier an diesem Punkt, dass wir 100.000 Abonnenten geknackt haben. Ich habe Woche für Woche, jede Woche ein Video hochgeladen und umso mehr Videos, umso mehr Abonnenten hatte ich auch. Bis der Algorithmus jetzt, obwohl mein Kanal wirklich konstant gut lief, nochmal gesagt hat, hey, wir packen eine Schippe drauf. Und der Mann geht jetzt komplett all the way up. Und ihr merkt, ich bin kein guter Redner. Ich könnte jetzt hier 5 Stunden weiterreden, aber das wäre extrem einfach langweilig für euch. Und damit ihr trotz meinem dummen Gelaber nochmal einen kleinen Rückblick auf die ganzen Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, so ein bisschen bekommt, habe ich hier nochmal einen kurzen, knackigen Rückblick für euch. Hey, was geht? Herzlich willkommen zu dem ersten Video auf meinem Kanal. Und dann habe ich mir noch was gekauft, und zwar Biu. Ja, so gehe ich halt immer in den Pool. Und deswegen kommt meine... Ja,
jetzt haben wir 100.000 Abonnenten. Ich hatte 4 Jahre Zeit, mir irgendwie Gedanken zu machen, was ich dann als 100.000 Abonnenten-Special irgendwann mal machen könnte. Und ich hatte so viele Ideen über die Jahre. Und jetzt stehen wir hier und das Ganze ging einfach extrem schnell. Und ich weiß nicht, was ich als Special machen soll. Und ich dachte mir wirklich, dass es eine gute Idee wäre, euch auf Instagram zu fragen, was man jetzt nur als Special machen könnte. Und natürlich wollten die meisten ein Omme-Video, also sowas wie ein Best-of oder so. Aber kleiner Spoiler, Samstag 18 Uhr kommt das XXL Best-of von allen Omme-Videos, die ich jemals hochgeladen habe. Und das wird einfach Unterhaltung pur, also seid auf jeden Fall gespannt. Aber das soll es nicht sein, denn ich will hier nicht nur Omme-TV bringen. Manche waren auch davon überzeugt, dass ich einfach mal meine Adresse euch zeige. Wäre auf jeden Fall sehr chillig, wenn auf einmal 20.000 Leute vor meiner Tür stehen würden. Und einer meinte auch, dass ich einfach mal kacken soll. Also wirklich, was der Typ sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Als wenn ich jetzt in dem Video als Special einfach aufs Klo gehe und kacken gehe. Scheiße, Mann. Ey, was war... Digga, was soll denn das jetzt hier? Was ist denn jetzt los hier? Einer war auch wieder ganz lustig und meinte, ich soll nochmal meinen Kanal löschen. Bruder, das ist nicht lustig. Weißt du, was ich für Depressionen hatte, als ich meinen YouTube-Kanal gelöscht habe? Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr noch einmal 24 Stunden lang streamen als Danke für die 100.000. Leider kann ich das jetzt aktuell nicht machen, denn es gibt keine coolen Spiele, die man in der Zeit auch zocken könnte. Und die dritte Sache, mit der ich mich einfach bei euch bedanken will, ist, dass ich jetzt einfach mal meine Freunde anrufe und vielleicht auch meine Eltern anrufe oder mit ihnen rede und einfach mal die Frage, was sie dazu sagen, dass ich 100.000 Abonnenten geknackt habe. Und ich sage euch ehrlich, das war echt unangenehm, Digga. Hey. Ja? Ich habe jetzt die 100.000. Das habe ich schon gesehen, mein Bruder. Herzlichen Glückwunsch. Ja, scheiß drauf, also wirklich. Es ist ja auch wieder super, dass es jeder schon gesehen hat. Würdest du jetzt sagen, ich bin so der Bruder in der Familie, der am meisten erreicht hat? Was willst du jetzt sehen? Nein, es war ein Spaß. Okay, gut. Nee, ich dachte, ich erzähl's dir einfach bloß. Nee, finde ich cool, dass du es mir erzählst. Das habe ich schon gesehen. Du bin wirklich stolz auf dich. Hast du echt krass, du. Okay, danke. Digga, das war ziemlich unangenehm. So, mal kurz 1-2 Sekunden Zeit nur. Ich rauch dich mal kurz für ein Video. Nee, warte. Hey, ich kann nicht drauf. Nein. Ich bin vorne gekämpft. Ja, warte. Ich hab ja 100.000 jetzt geknackt, ne? Ich will dich einfach nur fragen, was du dazu sagst. Gut, dann. Lass mal das. Danke für die Antwort. Du bist also stolz. Du überfällst mich jetzt, Digga. Ich brauche irgendwas. Hey, Linus, super. Linus, super schlecht. Linus, ich finde das voll nice. 100.000. Es geht aufwärts. Und ich bin davon überzeugt, dass die 200.000 nicht lang auf sich warten lassen. Hey, was geht? Moin. Hast du gesehen, was so passiert ist, ey? Nee, hast du die 100k geknackt oder was? Ja. Echt? Ja. Geiles Ding. Digga, als ob du es nicht gesehen hast. Ey, das ist gut. Ich hab's einfach geknackt, Digga. Einfach 100.000. Junge, einfach 100.000 Abonnenten. Fühlt man sich da jetzt als Kumpel von, also als besten Freund von so jemandem besser? Naja, also ich sag mal so. Ich habe ja viel dazu beigetragen. Ja, das stimmt. Stimmt. Also ich habe ja, also das ist ja eigentlich alles bloß auf meinem Mist gewachsen. Ja, stimmt. Eigentlich sollte ich dir auch was von den Einnahmen abgeben, oder? Eigentlich solltest ja, du doch mal, ja. Ja, doch. Weil wir haben das Ding ja quasi zusammen hochgezogen. Ja, stimmt. Ich wollte dich einfach nur fragen, was sagst du jetzt dazu, dass ich jetzt 100.000 Abonnenten geknackt habe? Geil. Mein kleiner Schnucki. Jetzt warte. Guck mal, jetzt zeigst du schon so an, so kaum läuft die Kamera. Ich freue mich für dich. Als ich dein Video gesehen habe, wo du dann wach geblieben bist, wo ich dachte, oh, wer weiß, wie lange er wach ist, habe ich gedacht, boah, ich würde ja gerne mal wissen wollen, was das bedeutet, 100.000 Abonnenten. 100.000? Weiß ich nicht, ich krieg so einen Play-Button vielleicht, also wahrscheinlich. Was so. Ist dein Ziel? 100.000? War mein Ziel. Was sagst du zu meinen Videos? Ich darf ja nicht so viele gucken. Genau. Daher gucke ich die ganz selten. Ich fange mal kurz an, ja. Denke nicht. Nee, lieber nicht. Nee, das hat so seine Gründe. Weil ja. es sind Themen. Jugendthemen. Ja. Mein Gott, ist ja egal.